Also hallo, herzlich willkommen. Was ist unser Vorschlag für die gute Tat heute? Der baut ein bisschen auf dem Fotovorschlag auf. Nimmt mal ein ganz tolles Foto von euch, von Chemnitz, was du selber fotografiert hast. Und wenn Personen drauf sind, hol vorher auf jeden Fall die Genehmigung der Personen ein. Und dieses Bild wollen wir zur freien Nutzung dieses Mal freigeben. Das soll die gute Tat sein. Das Freigeben dazu, dass jeder Chemnitzer, egal ob es nun in der Familie, in der Schule ist, der Lehrer ist oder ob es ein Unternehmen ist, was Chemnitz positiv darstellen muss, diese Bilder frei nutzen kann, verwenden kann. Ihr kennt das alle, immer die Frage, kann ich ein Bild verwenden, wenn ich das darstellen möchte und so weiter. Ihr gebt eure für diese freie Verwendung diesmal bei. Und ihr könnt da wählen zwischen der Wikimedia Commons, das ist praktisch die Bilderplattform der Wikipedia, wo man Bilder frei zur Verfügung stellen kann. Da würden wir euch bitten, die CC BY-Lizenz zu wählen, also dass euer Name als Fotograf zwar genannt werden muss, aber sonst man die Bilder komplett frei verwenden kann. Oder als Alternative könnt ihr Pixabay verwenden, also die freie Bilderplattform. Dort ist die Lizenz sowas ähnliches, also eine Pixabay-Lizenz sowas ähnliches wie eine CC0, das heißt, euer Name muss da nicht erwähnt werden. Aber das hat andere deutliche Vorteile. Es ist nur extrem schwierig, hier ein Bild unterzubringen in der Qualitätskontrolle. Deswegen versucht das vielleicht erst hier bei Pixabay. Wenn es nicht klappt und abgelehnt wird von der Qualität, kann man es auch in der Wikimedia unterbringen. Wenn ihr richtige Freaks werden wollt, in der Wikimedia lohnt sich für ein Upload noch so ein Tool, das heißt Commonist, also von Commons her. Und das ist gar nicht hilfreich, wirklich, wenn man viele Bilder reinbringt. Aber ich würde mich freuen, wenn tatsächlich ein paar von euch mitmachen, dass wir versuchen, die Bilder freizugeben und dabei auch ein Gefühl zu kriegen, wie arbeitet man selber mit freien Bildern von Pixabay oder der Wikimedia. Also viel Spaß beim Ausprobieren und ich würde mich freuen, dort etliche Bilder zu entdecken. Vielen Dank.